Wo gehen wir denn hin? Hier runter oder doch lieber hier? Netter Kerl. Guckt dir gar nicht mal zu mir rüber. Okay, lass mal Bartox noch drin. Hi! Ich hab hier ganz allein trainiert. Wie die Früchte meiner Arbeit. Ja, okay. Bugcatcher Joe, wieso sind hier nur Bugcatcher? Hi Terra, Level 28, das ist was heftiger. Zeit für Giftpuder. Da komme ich nicht mit Samthandschuhen. Hi Terra ist gefährlich. Hi Terra hat eine immense Anzahl an KP. Sowie gibt es sehr viele Erfahrungspunkte. Wenn das ein Volltreffer war, dann seht ihr, denke ich, was ich meine. Gift ist hier eindeutig die beste Wahl. Oder eine Kampfattacke, das heißt, ich müsste zu Enis wechseln. Aber das möchte ich jetzt erstmal lassen. Eine Eierbombe. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich nicht weiß, ob das so funktioniert wie bei Geschenk. Volltreffer? Damn, son! Und 1530 Erfahrungspunkte. Ein Trank? Dein Ernst? Hat sich ja nicht so gelohnt, ne? Wir haben es jetzt nur Griffel und Knuddeluft gesehen, ne? Eigentlich eine Schande. Eigentlich eine Schande. Aussetzer. Okay. Bam bam. Bam 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 bam. Hat der sich fünfmal? Natürlich. Alles andere wäre ja blöd. Naja. Einigler. Wenn es jetzt Walzer kann, wird Walzer verstärkt, weil das kann Einigler. Witzige Geschichte. Hat es aber, oder es kam zumindest mal nicht dazu. Ein Nugget und ich kann es einfach nicht verwenden. Aufheben. Oder etwa doch? Oh, ja. Für die 7 KP war es vielleicht etwas übertrieben. Aber ein Nugget ist viel Geld. Viel, viel Geld. Hallo? Tja. Weil es sie gibt. Genauso. Nee. Ganz böses Thema. Eddie, lass es lieber. Du machst ja damit keine Freunde. Nein. Lass es lieber. Lass es lieber. Mir sind nur böse Gedanken in den Kopf geschossen. Oh shit! Oh, okay. Dann nochmal Absorber. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Selbst ein Volltreffer würde Bartox nicht umbringen. Aber das Gift, das macht den Unterschied aus. Bartox erreicht Level 34. Hoch. Und ein Jurob kommt. Ich bleib drin. Einfach um mich noch ein bisschen hochzuheilen. Ich nicht glaube, dass die Urop unbedingt gefährlicher wird als Yugong. Sondern eher das Gegenteil. Bartox ist ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, Dienstältester in unserem Team. Da darf man auch mal noch eine Jurok klatschen.
das wollen wir ja nicht den Kanadiern alleine überlassen. Das war auch fies. Sorry, es tut mir wirklich leid. Ich mag Robben. Ja, ein Robben ist wichtiger Spieler der bayerischen Mannschaft. Mach nur Scherz, Mensch. Ihr seid alle so ernst immer. Mensch, mit euch ist Spaß einfach nicht drin. Ach, wo gehe ich denn jetzt lang, Kids? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nope. Gehen wir mal hier lang. Einfach. Hi, Kids. Ein Riesenpilz. Na dann. Schnappt ihn euch. Füllt KP um 50 auf. Boah, Rätselbeere. Scheiß drauf. Schön. Riesenpilz. Du hast einen Riesenpilz. Ja, sorry. Adler, long time no fight. Hallo Bubbele. Elite 4 Daniel möchte kämpfen mit einem dummen Esel. Level 16? Okay. Ich glaube, ich bin auf Route 45. 46 meine ich. Ich glaube schon. Das würde die Trainer erklären. Bluebella. Weil es gibt eben zwei Ausgänge bei der Dunkelhöhle. Und das ist einmal der ganz oben, wo man nur mit Stärke, glaube ich, hinkommt. Und Surfer oder was weiß ich was. Und der andere, wo man, glaube ich, nur Zertrümmerer oder so braucht. Den sind wir wohl jetzt... Also nicht den Ausgang, aber... Hey, da ist Don-Spaß. Don-Fun. Aber ihr wisst, was ich meine, nicht. Hornattacke ging daneben. Oh, er überlebt. Hört mich an, ich bin Don Fun. Tschüss, netter Kerl. Okay. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Ah, lang, lang ist's her, Kids. Oh. Lang, lang ist's her. Es wird wohl Zeit, dass wir unsere Pokémon heilen. Ba-ba-da-da. Und dann würde ich sagen, ich nehme mir Adler. Und räume auf, wo aufzuräumen ist. Die aufräumen. Ja, Kids, das erkläre ich euch. Für die, die es noch nicht kennen. Oh, ja. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt abbrechen. Was hätten wir hier denn theoretisch fangen können? Oh. Ein Hut. Die ja bekannterweise tagsüber schlafen. Scheint wohl auch nicht das stärkste der Hut gewesen zu sein. Aber hier gibt es drei. Lola und noch zwei. Astrainer Lola. Oder Bugcatcher Sonja, wie du magst. Level 22 ist zumindest das, was wir im Eispfad begegnet sind. Also gar nicht mal so abwegig.
So. Nein, bleib mal drin, bitte. Schawupp. Adlerreiche 34. Perfekt. Und Adler bleibt jetzt auch vorne für die drei Kämpfe. Ah, da kommt schon der nächste. Else, dein Sieg über Lola muss gesühnt werden. Gesühnt! Okay. Barcatcher Mike. Den hatten wir doch vorhin erst. Und ein Pummelhof. Ja, wir machen einfach mal Flügelschlag. Das wird schon klappen. Sehr gut. Werde aber wohl jetzt für Teddy Ursa das Pokémon wechseln. Wie wär's mit Enis? Sehr, sehr gut. Ja. Jetzt kann ich gediegen das Pokémon wechseln. Holen wir einfach Ivan dahin. Hallo. Edna, du bist wirklich gemein zu meinen kleinen Schwestern. Hey Edna, brichst du gleich aus? Okay, hat ein Tornado. Das passt natürlich jetzt perfekt zum Ausbrechen. Los Ivan! Rein zufällig habe ich dich nach vorne gepackt. Witzig. Ja, Edna. Der Vulkan, ne, bricht aus. Und ein Togetic. Schick. Wirklich schick. Muss ich sagen. Es ist nur eine Hornattacke. Okay, das hat mir Angst gemacht. Metronom ist gefährlich. Besonders in den Händen eines Amateurs. Oh, wir bekommen nicht mehr unser Pudersand. Ha, naja, es ist nur Pudersand. Wir fliegen weiter. So, heilen unser Pokémon. Und müssen unbedingt hier hin. Pokémon ablegen. Wer wohl rausgeht, ist einer der 34 ist. Adler werde ich noch brauchen. Ja, es trifft Bartox. Steve kommt mit. Was? Steve? Ja, Steve, ich weiß. Niemand mag Steve. Trotzdem. Whirlpool? Ach, das war gar nicht Whirlpool, das war Kaskade. Steve lernt Whirlpool und Steve erlernt hoffentlich auch sofort, versucht zumindest Kaskade zu erlernen, das ist schon mal ein Vorteil. Five of Tackle. Eigentlich könnte ich sogar Ivan draußen lassen. Na, es passt. Ivan muss noch ein Level erreichen. So. Aber Steve wird nicht trainiert, keine Sorge. Aber jetzt, Kids, geht es runter.
ein Sandama, Level 22. Auch die stark wie je. Hoffentlich reicht der Server. Wunderprächtig. So. Und dann geht es für uns nach ganz unten zu den Strudelinseln. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, ob ich nicht einen Fehler gemacht habe. Ganz kurz. Wo haben wir sie denn? Ne, ich habe den Silberflügel. Gut, weil den brauchen wir. Okay. Ein Pinsir. Ein Pinsir. Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich das gemacht habe. Ganz ehrlich zu sein. Mach mir einfach Drachenwut und vergessen das Ganze, okay? Okay. Schick. Eine Trainerin, die wir noch nicht hatten. Na dann. Bam, 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 bam. Strongman Webster schickt ein. Wow. Das wird interessant. Ganz klar Drachenwut. Ganz klar Drachenwut. Schön, dass wir jetzt das geklärt haben. Und ein Flammara. Auch das perfekt für Ivan. Oh, ich egal. Flammara ist besiegt. Kids. Ich würde jetzt gern ankommen noch. Oh, noch ein Trainer. Den habe ich eher weniger Lust. Auf Trainer allgemein im Moment. Oh. Ich will doch nur zu einer Insel, einer der Strudelinseln. God damn it! Flucht, sofort. Jupp, dann wird der halt noch besiegt. Ich muss trotzdem zu einer Insel, einer der Strudelinseln. Hoffentlich nicht der falschen. Schwimmer! Elite 4 Noel meine ich. Mit einem Fleckmon Level 23. Oh. Ist nicht sehr effektiv. Hat das was mit seinem Psychotyping zu tun? Das wäre mir zwar neu, aber okay. Schwing! Das war's, Kids. Hallo? Ah! Da ist deine Strudel. Das ist ein Lamus. Und das ist Verfolgung. Lamus, du und deine unglaubliche Verteidigung. Grrr. Einen noch. Und das war's. Tschüss, Lamus. Ja, ich möchte Whirlpool einsetzen.
God damn it! Und noch ein Pinsir. Ich flüchte jetzt trotzdem, ne? Weil... Oh, ist das ein Ernst? Ist das euer verfluchter Ernst? Ah, muss ich außenrum? Das gibt's doch nicht. Das Spiel verarscht mich. Das ist echt nicht nett. Okay. Jetzt aber. Gut, noch ein kurzer Blick auf unser Team. Und Steve. Ripper, unser Cherox, Käfer, Stahl-Pokémon, Metallklaue, Zerschneider, Verfolgung, Trugschlag, hoch, das wollte ich nicht. Die Angriffswerte sind jetzt bei 100. Verteidigung ist sehr gut, Spezialverteidigung könnte besser sein, Initiative und Spezialangriff sind schwach. Adramalek, unser Raikou, Angriff, Verteidigung könnten besser sein, Spezialangriff, Initiative sind sehr gut, Spezialverteidigung ist auch noch sehr gut. Es kann Donnerschock bis Silberblick und Ruckzuckhieb. Hene ist unser Gesteinsmogelbaum. Unser Mogelbaum, welcher sein Gestein-Pokémon ist. Steinhagel, Stärke, Ruckzuckhieb und Fußkick. Angriff, Verteidigung sind sehr gut. Spezialverteidigung könnte besser sein. Spezialangriff und Initiative eher weak. Ivan, unser Garados mit Fuchtler, Biss, Drachenboot und Surfer. Einen sehr guten Angriff, auch über 100. Einer verbesserungswürdigen Verteidigung und Initiative, einer schlechten Spezialangriff und einer soliden Spezialverteidigung. Adler, unser Tauboss, mit einer Initiative und einem Angriff, welche herausstechen bei den sonst sehr schlechten Werten, allgemein eher schwache Werte. Angriff und Initiative sind noch gut, Verteidigung könnte besser sein, Spezialangriff und Spezialverteidigung eher schwach. Normal Flug-Pokémon, Flügelschlag, Ruckzuckhieb, Fliegen und Wirbelwind. Und zu guter Letzt, Steve. Keiner mag Steve. Wasserflug-Pokémon mit Kaskade-Surfer, Superschaden, Whirlpool. Unser Opfer für alles. Ja, die Werte sagen alles. Spezialverteidigung ragt heraus. Der Rest ist so, wie es sein soll. Nämlich Kacke. Selbst Spezialverteidigung. Mein Name ist Edwin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play Pokémon. Silber Edition Randomized Nuzlocke Challenge. Bis dahin. Ciao.